Moin, moin miteinander. Ich habe es getan, ich habe das Hotel gekauft und konnte es jetzt finanziell letzten Endes auch noch halten. Aber war an manchen Stellen ganz schön knapp. Ich erzähle euch nachher noch mehr dazu, aber erstmal nehme ich euch mit der Kira kurz fürs Intro ein bisschen zum Spazieren mit raus. Bis gleich. So, die Kleine ist jetzt dann bespaßt. Ich für meinen Teil hätte heute eigentlich sturmfrei. Die Michaela ist in München in der Arena. Schaut sich dort mit meinem Trauzeugen zusammen ein Fußballspiel an. Bayern spielt gegen irgendjemand anders, keine Ahnung. Ich habe ja überhaupt kein Interesse an Fußball. Das heißt, der nimmt immer lieber mal die Frau mit als mich. Ich stelle nur zu dumme Fragen. Also wollte ich aber auch nicht alleine zu Hause sitzen. Ich mache mich heute Abend auf zur Cornelia und zum Umer. Und wenn die Kids dann im Bett sind, dann werden wir ganz gemütlich eine kleine Runde Hotel spielen. Also so ein altes Brettspiel aus den 90ern, das wir haben. Die Tante, die vor ein paar Wochen verstorben ist von mir, die hat das der Cornelia mal geschenkt. Das haben wir bei meiner Tante immer gespielt, als ich noch klein war, also so richtig klein. Und ich freue mich da schon wahnsinnig drauf. Das Spiel gibt es nämlich nirgends mehr und auf Amazon gibt es nur eine neue Variante. Dort gibt es aber die schönen Papphäuschen, also die Hotelgebäude selber. Das ist nur noch so Papierkram, alles nicht mehr so schön, wie es mal war. Und ich bin schon total gespannt. Manchmal hat man das ja, man freut sich auf irgendwas total, was früher irgendwann mal super war. Und wenn man dann sieht, wie es tatsächlich aussieht, dann ist man enttäuscht. Also man hat das irgendwie in der Erinnerung so idealisiert. Und in Wirklichkeit ist es gar nicht so toll. Jetzt hoffe ich, dass es heute mich nicht trifft. Und ich, ja, super, ist auch ein Schrott. Bin schon ganz gespannt. So. Jetzt sammle ich die Kira ein, hänge sie wieder an, bringe sie zurück und dann geht's auf zur Cornelia. Champions League Weingebäude, alles da zu sein. Ah, fürs nächste Mal müssen wir seine Gebäude halt dann mit einem 3D-Drucker ausdrucken, aber. Tja, jetzt kleben wir die Sachen noch ein bisschen fest, damit Deckelchen und Böhnchen nicht verloren gehen bei den restlichen und dann. Wir haben eine Runde spielen. So, Spiel ist aus. Hat wunderbar funktioniert. Bis auf ein einziges Gebäude, nämlich beim Taj Mahal fehlt uns eins. Da muss ich tatsächlich jetzt dann mit 3D-Drucker nochmal irgendwas nachdrucken. Hätte ich heute aber sowieso keiner mehr gekauft. Ist ein tolles, witziges Spiel, aber es ist sehr viel Glück dabei, weil wahnsinnig viel darauf basiert, was ihr für Zahlen würfelt. Da kann es passieren, dass ihr Pech habt und dann fast euer gesamtes Geld in eine Runde loswerdet. Und dann kann es sein, dass er gut durchkommt, habt gar nichts ausgegeben und der andere hat Pech und ihr bekommt sein ganzes Geld. Also da ist jetzt wenig Strategie und Können gefragt. Das ist tatsächlich irgendwie sehr viel mit Glück. Jetzt weiß ich auch wieder, warum es uns als Kinder so gut gefallen hat. Ja. Weil da ist es tatsächlich möglich, dass ohne, dass man sich irgendwo wie großartig eine Strategie einfallen lässt, kann man die Erwachsenen schlagen, einfach wenn man Glück beim Würfeln hat. Okay. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und Cornelia sagt auch noch Tschüss, oder? Fitti. Ja, war ein super Spieleabend. Wir haben extrem viel gelacht. Und wie eben schon am Osmo kurz im Blog erwähnt, ist eine wahnsinnige Glückssache mit der Würflerei, aber genauso witzig. Wir haben insgesamt zwei Runden gespielt, einmal hat die Cornelia gewonnen, einmal habe ich gewonnen. Heißt, steht noch eine dritte Runde aus, wo wir ausmachen, wer dann der finale Sieger dieser Runde war oder vielmehr ist. Welche Brettspiele habt ihr in eurer frühen Kindheit gespielt, vielleicht mit den Eltern oder so wie wir mit Tante und Onkel? Schreibt es mir in die Kommentare, was haltet ihr davon? Lasst euch mal hören, was bei euch so am Tisch war. Oder habt ihr gar keine Brettspiele gespielt? Ich wünsche was, bis zum nächsten Mal.